Was lief schief im Leben von Horst Seehofer? Horst Seehofer, Lümmel von der ersten Regierungsbank. Wie wurde der junge Horst von damals zu dem Horst, der er heute ist? Erklärungsversuche. Ja, Horst Seehofer stand immer im Schatten seiner großen Schwester. Und die einzige Möglichkeit für ihn, Aufmerksamkeit zu bekommen, bestand darin, sich querzustellen und immer nur an sich selbst zu denken. Komm, Horst, bau mit an unserem gemeinsamen Haus. Wir schaffen das. Ne! Eine feine Grenzmauer hast du gebaut, hast du. Damals hat Seehofer gelernt, seine Schwester zu ärgern macht nicht nur Spaß, sondern bringt ihm auch Aufmerksamkeit. Horsts Vater Sepp Seehofer war immer ein prägendes Vorbild. Von ihm übernahm Horst wohl auch seinen Hang zu radikaler Vereinfachung. So, die Mutter ist krank, heute koch ich. Mach's uns ein Hawaii-Toast, wie der da im Fernsehen, mit Schinkenkäse und Ananas. So, schmeckt's? Nein? Ist auch viel zu kompliziert. Die Ananas gehört einfach nicht zu Deutschland. Deutsche Küche ist geprägt von Schweinebraten und Knödel. Sommer geht zum Ochsenhuber was essen. Auf geht's. Und dieses neue Polizeigesetz, das Bayern quasi zu einem Überwachungsstaat macht, diese kranke Idee hat ihren Ursprung auch in Seehofers Kindheit. Ja, super, wollt ihr Räuber und Gendarm spielen? Und wer will den Räuber spielen? Aha. Ja, bei uns in Bayern werden Verdächtige sofort in Präventivhaft genommen. Aber ich habe doch noch gar nichts gemacht. Das darf die Polizei nicht. Ja, sollte sie aber. Und unser Horst wird eines Tages dafür sorgen. Geh, Horst. Tja, und dann war da noch dieser Kindergeburtstag. Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Xaver herbei. Merke, rechts vom Horst gibt's keinen Platz.